Wie lädt man sein Smartphone richtig? Einfach den Stecker rein und schon geht's los, mag man meinen. Allerdings gibt es beim Akkuladen doch ein paar Dinge zu beachten. Wie du deinen Smartphone-Akku richtig lädst, verraten dir unsere 4 Tipps. Tipp 1. Mit dem richtigen Ladegerät kann das Aufladen besonders schnell gehen. Wenn das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät mehr als 2 Ampere durchlässt, ist es sicherlich ein Schnellladegerät. Meistens steht auf dem Ladeadapter noch die vom Hersteller genutzte Schnellladetechnologie, wie zum Beispiel Quick Charge. Tipp 2. Selten laden. Lade dein Smartphone so selten wie möglich. Im besten Fall erst, wenn noch 20-30% der Kapazität übrig sind. Häufiges 5-10-minütiges Kurzladen strapaziert den Akku und verringert auf lange Sicht die Gesamtkapazität. Tipp 3. Laden über Nacht. Wahrscheinlich hat es jeder schon mal gemacht. Das Smartphone vor dem Schlafengehen noch schnell ans Ladegerät stecken. Allerdings schadet das Nachtladen dem Akku. Wenn er vollgeladen ist und dennoch an der Steckdose bleibt, schaltet er in den Netzbetrieb. Doch auch dann fällt der Akkustand um wenige Prozent und wird dann sofort wieder aufgeladen. Diese Kurzaufladungen schaden dem Akku. Es ist also besser, ihn direkt nach dem Aufstehen zu laden. Tipp 4. Langsam laden. Verschiedene Tests haben gezeigt, dass Schnellladen die Akkuleistung verringert. Nach 4 Monaten mit Nutzung der Schnellladefunktion kann die Akkukapazität schon um 20% sinken. Wenn es die Zeit erlaubt, lade dein Smartphone an Ladegeräten mit bis zu 1 Ampere. Damit wird der Akku zwar langsam, aber schonend aufgefüllt. Bist du ein Nachtlader oder kümmerst du dich um deinen Smartphone-Akku? Schreibe uns deine Tipps und Tricks in die Kommentare. Abonniere den O2-Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst. Und den Klick auf die Glocke nicht vergessen.